Hi Leute, hier ist wieder euer SeeLuxAD und willkommen zu einem kleinen Video über den CSGO Kistensimulator oder den Kistenöffner-Simulator. Wir gehen einfach mal auf OK, Go, Go, Go und wir können hier Simulated Container, Select Container, wir können uns auswählen, welche Kiste wir öffnen möchten. Ich nehme einfach mal die Phoenix-Kiste und dann können wir das Ganze anfangen hier. Start this und Autospin mache ich mal on, dann macht er das Ganze automatisch. Und erstmal die Nova hier gedroppt. Ihr seht auch rechts in der Leiste, wie viel das Item wert ist. Hier ist die Nova, das Skin jetzt 4,27 $ wert. Und ihr seht auch, wie viel man verbraucht hat. Rechts in der Leiste hier Money Spent, 7,8 $ haben wir jetzt verbraucht. 5 $ haben wir jetzt verdient. Also im Endeffekt macht man eigentlich immer Verlust. Ja, es ist halt eine Glückssache. Okay, okay, das ist jetzt echt sehr viel Glück gewesen, dass man hier die Asimov bekommt. Aber hier try again. Machen wir on. Normalerweise bekommt man halt sowas nicht ziemlich oft. Wir haben jetzt mehr Gewinn gemacht, aber man kann das Ganze mal ausprobieren. Ist ganz interessant, um zu sehen, welche Kisten sich vielleicht für einen mehr lohnen oder ja, würde man überhaupt was bekommen. Aber ich habe jetzt den Case Simulator mehrmals ausprobiert und ich hatte nie so viel Glück, dass ich die Asimov jetzt bekomme. Meistens war das irgendwie spend 100 $ und earned 20 $. Also ist wirklich eigentlich ein Verlustgeschäft jetzt. Es war jetzt wirklich Glück. Ich lasse den laufen einfach mal, dann sehen wir mal, was so noch dabei rauskommt. Wir schauen mal, wir haben jetzt 10 Kisten geöffnet. Schauen wir mal, wie viel das wert ist, wenn wir noch 10 weitere öffnen. Ich meine, die Kisten droppen wir ja des Öfteren, die Huntsman-Kisten sowieso sehr oft. Aber so Chroma-Kisten oder Phoenix-Kisten sind ja schon ein bisschen mehr wert. Kann man ja in der Regel verkaufen im Steam-Market. Und die Schlüssel dann in-game kaufen, kosten ja so um die 2,30 $ oder sowas, die Schlüssel. Dollar, Euro, irgendwie so in dem Bereich halt. Und hier unten seht ihr natürlich, was in der Kiste enthalten ist und was ihr da rausbekommen könntet. Autospin, okay, das ist ja auch schon erklärt. Jetzt, ja gut, Money Spend, jetzt seht ihr auch schon, nach der Asimov hier ist jetzt auch nicht so wirklich was rausgekommen. Okay, die Nova Antike und sonst, naja, Tech 9 Sandstorm jetzt gerade. Also das gleicht sich fast schon wieder aus, wenn wir jetzt mal 20 Kisten durch haben. Schauen wir mal, wie viel Verlust oder wie viel Gewinn wir gemacht haben. Gut, Gewinn kann man ja nie genau sagen, es bleibt ja alles im Steam-Market, es sei denn, man verkauft es extern über eBay oder sonst irgendwo. Die Seite ist auf jeden Fall ganz interessant, um auszuprobieren, welche Kisten sich vielleicht für einen lohnen könnten, ohne halt wirklich extrem viel Geld auszugeben und einfach mal das Ganze auszuprobieren. Ja gut, das war's von dem Video. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer SeeLuxAD. Tschüss. Easy peasy lemon squeezy.